Gibt's irgendwas, was du deiner Mama nie erzählt hast? Bruder, genug. Irgendein Beispiel? Mama, ich habe 43er etwas geschwängert. Max, er kann Backflip. Ja? Sie Backflip. Mach! Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, long time no see, heute mit einem weiteren Video. Wir sind heute unterwegs in Wien, schon relativ spät am Abend. Die Leute haben schon gut getankt. Heute stehen wir vom größten Hip-Hop-Club. Servus, grüß dich. Heute stehen wir vom größten Hip-Hop-Club in Wien und werden mal die Mädels und die Burschen fragen, was man denn als Mann bzw. als Frau so anziehen sollte, damit man jeweils beim anderen Geschlecht gut landen kann. Ich bin gespannt, wen wir heute so treffen und wir quatschen nicht länger rum. Schauen wir, dass wir die ersten Leute finden. Let's go. Mega coole Outfits, mega cooler Style, finde ich sehr, sehr nice. VIP-gerecht, sehr locker und leger gekleidet. Genau. Wie schaut das bei den Jungs aus? Ist das auch so der Style, den ihr bei Jungs feiert? Schon, ja. Ja, ja? Ich würde auch. Ja. Also so Anzug, Sakko, das geht gar nicht. Nein, Ball oder so? Street-Style before everything. Ja. Was müssen die Burschen da draußen, wenn die sagen wollen, oh, das sind genau die Ladies, auf die ich abfahre, was müssen die anziehen, God um euch zu beeindrucken? Goth-Boys und Skater. Ja, finde ich auch cool, aber es ist auch cool, wenn sie so... Ich finde auch cool, wenn sie so ein bisschen was Eigenes reinbringen. Okay, so einen eigenen Stil. Also, zum Beispiel lackierte Fingernägel oder... Ich finde Fingernägel cool. Ich finde es cool, wenn Jungs keine Angst haben, weiblich auszusehen. Ah, okay. Das heißt, ein bisschen mit den Gendern zu spielen. Ja, stimmt, ja. Ich finde schönen Schmuck. Schönen Schmuck, also Diamantenuhr, Rolex. Ich finde vor allem schöne Ringe sind aha, sehr schön. Ringe, okay, verstehe. Und schöne Ketten. Muss nicht teuer sein, muss nur cool ausschauen. Ihr seid Single? Werdet ihr euch heute noch mal aufreißen? Was passiert jetzt? Okay, passt, nice. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fortgehen. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss, Baba. Du schaust wie ein Gott, oder? Servus, Kollege. Du schaust wie ein Gott, oder? Du schaust super aus. Perfekt. Mörderisch. Jungs, habt ihr schon gut was getrunken? Ja, sicher. Super. Na klar, servus. Kannst du? Max, freut mich. Was muss man anhaben als Bursche, damit man erstens so fesch ausschaut wie du? Was ist dein Geheimnis? Warum landest du so gut bei deinen Frauen? Ich verrate es dir ungern. Ja. Du brauchst einmal... einen guten Schmäh. Ja. Einen guten Charakter. Den haben wir beide nicht. Und du brauchst immer einen Alkohol parat. Würdest du sagen, dass du jetzt schon ein bisschen was getrunken hast? Nein. Kaum, gell? Ich trinke nichts. Weil der Kollege Autofahrer. Der Herr. Ja, Herr. Der sorgt dafür. Herr. Komm mal her. Das ja. Ist der Herr. Jetzt im VIP. Ich meine, zwischendurch die Puder jeder, was heute vorbeikommt. Also, es ist wurscht, was die anhat. Vor allem ist es auch wurscht. Hauptsache blond. Aber was die anhat, ist nicht so wichtig? Blond. Wie alt seid ihr? 16. Du? Mit 16 kommt man da schon rein? Nein, ich glaube nicht, aber wir probieren es nicht. Der ultimative Ausgang wäre natürlich heute reinkommen, ein bisschen feiern und Mädels abchecken, oder? Ja. Keine Ahnung, probier's nicht so. Du probierst es nicht so? Kein Bock auf Mädels, oder? Nein. Okay, du? Ich schaue einfach, wenn sich was ergibt. Ja, was ist mit ihm? Ist er eigentlich ein Ficker, oder was? Ja, er könnte es aber. Ja. Ich könnte es schon, aber er hat Locken. Ah, das kommt natürlich gut bei Mädels an. Das heißt, Locken ist der Key eigentlich bei Girls? Voll. Ja? Ja, manchmal kann. Kann schon helfen. Gut, ja. Hey, Max, er kann Backflip. Ja? Sie Backflip. Oh, mach! Boah, Digga, das war krass. Das kommt natürlich auch gut bei den Mädels im Freibad an, gell? Ja, stimmt schon. Ja, ich hab's, glaube ich, zum ersten Mal an. Aber das matcht halt einfach. Ich habe meinen Geburtstag gemacht. Du hast eine Wodkaflasche Tornado wollen. Tornado, okay. Tornado, ja. Gut, das weiß ich nicht mehr. Okay, vielleicht sehen wir uns. Danke, vielleicht bis nachher. Da kommen wir einmal. Die gefallen Hallo. Euch. Die gefallen euch zum Beispiel. Prinzessin, komm mal kurz her. Prinzessin? Ja, Prinzessin, komm kurz her zu mir. Was willst du? Bitte, nein. Prinzessin, und dann kommt Spaß. Ich bin am. Hallo, servus. Okay, wir lernen jetzt live, wie man Frauen anspricht. Wie gefällt dir der? Was würdest du sagen? Nicht von so 1 bis 10. Standard 7. So. Ein 7 mit einem guten Ort, mit einem guten Charakter, bist du gleich mal ein Nein. Charakter ist für dich wichtig? Bruder, für mich ist wurscht. Du sagst, ein Mann braucht ein Hemd, ansonsten kann der bei dir nicht landen. Er kann schon Game haben, wenn er kein Hemd hat, aber es ist halt... Ich habe jetzt eine Schwäche für Viola. Das heißt, wenn du so ein bisschen Anzug, Sakko, dann wirst du ganz schwach. Ist das richtig? Ja, okay. Blonde Haare brauchen sie auch? Ja, ja. Wie schaut es heute aus? Bist du in Schmuserlaune? Kann was passieren? Kann sein. Wir haben eine Challenge gemacht, dass sie mit niemandem was haben darf. Wir schauen, oh, was läuft. Also du bist die aus der Runde, die gern mal... Ja. Okay, das heißt, für alle, die das Video sehen, wenn sie die junge Dame mal treffen, ein bisschen was einladen. Hemd anziehen, ganz wichtig. Ihr wisst Bescheid. Wie schaut das bei euch aus? Ihr seid vergeben, oder? Nein, nein.
Meine Challenge ist, dass ich was heute mit jemandem habe. Okay, das heißt, du musst ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommen. Ja, aber ich glaube, ich schaffe den Alkoholspiegel nicht. Ja, du musst viel trinken, gell? Ja. Schau, dann trink noch einen Schluck. Ja. Was schaffen wir es bis daher, das schaffst. Komm. Alina, Alina, Alina. Wir unterstützen keinen Alkoholkonsum. Ganz kurze Frage, warst du nochmal? Komm nochmal her kurz, Sarah. Ich möchte nur darauf hinweisen, mein Kameramann, der ist blond. Der zieht gerne mal Hemden an. Okay. Ja, cool, hi Kameramann. Gehen wir mal kurz die Kapuze runter. Warte, ich nehme mal ganz kurz die. So, wie findest du ihn auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, cool. Ja, cool. Wolltest du Nummern austauschen, oder? Ja, wieso nicht? Okay, einmal mal connected, let's go. Hast du eine Schuhbürste eingesteckt? Ja. Nein, das ist für mein Bart. Nein, aber es ist eine Schuhbürste, oder? Nein, das ist für Bart. Ist wirklich Bartbürste. Ihr habt einen freshen Style auf jeden Fall. Was muss man als Mann, sind die Diamanten echt? Nein, also Style, Modeschmuck. Modeschmuck. Ja. Jungs, unsere Frage, was muss man so anziehen, vor allem in VIP, wenn man bei den Mädels landen möchte? Boah, Digga, warte kurz. Ja. Okay, einfach so. Bora. Ehrlich jetzt, also ganz wichtig ist auf jeden Fall so Kettenschmuck. Kettenschmuck? Genau, so Also so wirklich Diamanten und so weiter? Musste ich echt sein, aber allgemein so Ketten, die Weiber feiern sowas. Es geht halt um das Auftreten, verstehst du so? Meine Charakter muss stimmen und so. Aber das hört man ja im Club nicht. Ach so, ja okay, dann muss dein Style muss passen. Und da sind Diamanten gut? Also, nein, nicht unbedingt. So. Das habe ich einfach nur als Schmuck, weißt du so. Das ist nicht mal echt so mäßig. Aber es gibt halt ein paar Mädchen, die drauf stehen. Gibt es irgendwas, was du deiner Mama nie erzählt hast? Bruder, genug. Irgendein Beispiel? Mama, ich habe 43er fast geschwängert. Okay, du rauchst gerne, sehe ich. Ab und zu beim Fackeln. Ab und zu. Rauchst du was anderes auch noch? Ja, ich hab da Lügst. Willst du deine Eltern grüßen? Hallo Mama, hallo Papa, Andrea, Gerhard, ihr seid gegrüßt. Wie schaut's aus mit Marken? Was sind so Marken, wo du sagst, bist du aber instant, finde ich den Jungen hot? Marken, deine Marke finde ich echt cool. Danke, das war's von diesem Video, Freunde, wenn es dir gut gefallen hat. Ja? Ja, muss ich echt sagen, auch den Store, ich wollte ihn unbedingt mal besuchen, aber ich könnte nichts lassen. Dankeschön, also okay. Also wenn ein paar Rabatte, ich weiß nicht. Ja, du machst das ganz richtig, also vielleicht können wir dann noch einen Gutschein gucken. Das heißt, wenn jemand kommt mit M&M, dann hat er schon gewonnen mit dir. Ich finde das halt cool, weil es ist was Besonderes irgendwie. Es ist nicht Dankeschön. So Versace oder Gucci-Scheiß, aber es ist was Besonderes. Okay, das freut mich. Danke. Was ist so das Optimum? Was wäre das Beste, was heute noch passieren könnte? Auf 15. Auf 15-Jährige? Nein. Das Traumendergebnis vom heutigen Abend, was wäre das? Ein 36-Jähriger mit Kind. Wie heißt du? Selim. Selim. Wie heißt dein Kumpel da? Deal. Seid ihr Drogendealer? Nein, Bruder, chill. Okay, nur so ein bisschen Drogendealer-Style, oder? Nein. Nein? Ja, aber alle sehr auffällige Taschen. Ja, Trainingsanzug? Ja, nein, Bruder. Wie kommt das an bei Mädels? Ich finde nicht gut. Nicht gut? Um ehrlich zu sein, nein. Ja, was ist so der Style, der gut ankommt bei Mädels? So Baggy so. Eher Baggy. Mit Baggy, Air Force. Jeans, Air Force. Ja. Also so Trainingsanzug, Gucci Cap und Tasche? Gucci Cap auf keinen Fall. Keine Ahnung, das geht bei mir gar nicht. Habt ihr Freunde? Ja. Ich habe meine Cap bis vorgestern. Oje, was passiert? Bruder, zu Ende. Hast du das beschissen? Nein. Sondern? Bist traurig ein bisschen? Ja, sicher bin ich traurig. Ich habe auch eine neue Frage. Was passiert? Seine? Nein, ich fahre neu auf X-Gem. Wie schmeckt er das? Nicht schlecht, ich bin auch auf X-Gem vielleicht. Ich bin vielleicht auch auf X-Gem. Ja, wirklich? Ja? Ich sag dir ehrlich jetzt. Schau. Jeder Mensch. Ja, auf einmal, ist leise kurz. Jeder, was in seinem Alter sagt, zwischen 15 und sagen wir mal 23, sagt, haben mit seiner Freundin 7 Jahre zusammen oder 4 Jahre oder 2 Jahre oder 3 Jahre. Wie lange warst du mit deiner? 2,5 Jahre. Jeder Mensch, was in seiner Beziehung sagt, scheiß drauf. Nach 2 Jahren oder 1 Jahr oder 2 oder 3 Jahre sagt, mir ist dieses Mädelwurst, scheißegal. Der lügt. Der lügt. Und warum habt ihr euch getrennt? Ist ja schade drum, wenn es dir leid tut. Ja, ich war ein Wichser. Zu viel Aufmerksamkeit anderen Mitteln geschenkt. Jetzt nicht betrogen, indirekt, dass ich mit irgendwie was gehabt habe, aber zu viel Mädchen anderen Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Und ich glaube, das ist trotzdem, ich habe es lange nicht eingesehen, aber es ist ja trotzdem eine Sache, wo du sagst, okay, du merkst es erst dann, wenn sie vorbei ist oder wenn diese Beziehung aus ist, ein, zwei Monate später, was du eigentlich an diesem Mädchen verloren hast. Wenn sie jetzt da wäre, was würdest du sagen? Ich würde alles anders machen. Mehr oh. Das geht gar nicht. Geht gar nichts? Keiner drin? Ich will gar nicht reingehen. Willst du gar nicht reingehen? Willst du am liebsten zu ihr jetzt, gell? Nein, ich würde eh andere pudern. Hau einen Instagram oder Facebook oder TikTok pudern. Ja, du kannst deinen Instagram-Namen sagen, wenn du willst. Hopp, Klaus Dieter. Das ist ein Freund von euch, oder? Nein, Bruder, das ist mein Fake-Profil.
Ja, Freunde, das sind wir schon am Ende von diesem Video. Wir haben ein paar lustige und interessante Leute vor die Linse bekommen. Wenn wir sowas wieder machen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne rein, was wir als nächstes fragen sollen und lasst ein Like da, wenn es euch gut gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video. In diesem Sinne, das war's von mir, euer Maximilian.